Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video jetzt hier werde ich mich outen. Es ist endlich an der Zeit, mich zu outen und diese tonnenschwere Last loszuwerden. Ich bin endlich bereit dazu. Endlich bereit dazu, jetzt in diesem Video darüber zu sprechen. Damit das ein für alle Mal klar ist. Und zwar bin ich jemand, der zugenommen hat. Oh, das Krasse ist, es gibt wirklich Menschen, die wird das überraschen. Die Menschen, die meine Videos nicht geschaut haben, meine Stories nicht geschaut haben, die sich nicht ein paar Minuten Zeit genommen haben, die sich die Videos nicht von Anfang bis zum Ende angeschaut haben. Ich habe jetzt auch in sehr vielen Videos klar gemacht, wie ich mich fühle, dass ich in der Krise bin, wie es mir mental geht, dass sich das dann auch geäußert hat. Und ja, dementsprechend auch, was die Kilos angeht, zeigt. Ne, die Kilos, die sich angehäuft haben. Und mir ist es jetzt auch heute bewusst geworden, noch einmal auf der Waage schon längst, aber dass man das jetzt auch sieht. Ich wurde das ein oder andere Mal jetzt auch auf TikTok angesprochen. Kann natürlich damit zu tun haben, dass ich jetzt auch Videos gepostet habe, wo ich wieder angefangen habe, mich und mein Gewicht auf die Schippe zu nehmen, auf humorvolle Art und Weise. Nicht oberkörperfrei wie damals, aber halt ja, lustige Videos gemacht habe, wo ich das natürlich in den Vordergrund gestellt habe, mein Übergewicht. Das macht aus psychologischer Sicht natürlich auch nochmal was aus. Aber ich muss einfach sagen, man hat es auch in den Videos gesehen, dass ich zugenommen habe und dass ich natürlich deutlich adipös bin. Das war ich auch nach meiner 64-Kilo-Abnahme immer noch deutlich adipös. Ich bin mit vielen Videos natürlich auch sehr gut weggekommen, die mir geschmeichelt haben, die Perspektive und wie ich die Videos natürlich auch gestaltet habe. Aber das ändert nichts daran, dass 64 Kilo aus eigener Kraft runtergegangen sind, ohne OP. Und ja, da wurde ich auch angesprochen, ey, hast du wieder zugenommen? Da scheinen es an einige aufgrund dessen dann auch bemerkt zu haben. Mir ist es dann heute auch nochmal so richtig klar geworden. Nicht nur wegen den Aussagen, auch schon als ich die Videos gesehen habe. Und ja, kann natürlich auch sein, dass ich mich rasiert habe, mit meinem Gesicht vielleicht mit Bart ein wenig dünner wirkt, weiß ich nicht. Könnte auch was ausmachen, zumindest was mein Gesicht angeht, aber man sieht es auch an meinem Körper und das hat nichts mit meinem Bart zu tun. Also wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Von den 64 Kilo sind 19 Kilo drauf. Ich fühle mich damit natürlich nicht so prickelnd. Die 5, 6 Kilo, die jetzt durch dieses exzessive Fressen 6, 7, 8, 9, 10.000 Kalorien, ohne das auszugleichen, unnötigerweise draufgekommen sind, sind nicht so prickelnd. Ich hatte davor ja schon 12, 13 Kilo drauf. Aber die 5, 6 Kilo, die jetzt nochmal final draufgekommen sind, die haben jetzt natürlich nochmal den Unterschied gemacht. Und ist natürlich nicht so prickelnd. Hat auch nochmal dafür gesorgt, dass es mit der Stimmung, die ja so oder so aufgrund der Psyche nicht die beste war, nochmal bescheidener geworden ist. Ich habe ja eh Stimmungsschwankungen, bin ja eh sehr durch meine Psyche und Unzufriedenheit eingenommen. Die Emotionen leiten mich dahingehend noch sehr. Das merkt man auch anhand der Videos, die ich dann mache, dass ich dann auch wieder anfange mit alten Videos und mich dann wieder auf die Schippe nehme, was mein Gewicht angeht. Und ja, dazu stehe ich aber. Meine Eier sagen mir das in diesem Moment und es fühlt sich richtig an und es ist auch völlig okay, weil ich ein authentisches, ehrliches Beispiel bleibe. Und für die, die jetzt denken, oh, jetzt hat er doch wieder zugenommen, bei dem hilft das doch alles gar nichts, der dreht sich im Kreis, war doch klar, die sich vielleicht daran ergötzen, Schadenfreude empfinden, das ist das Momentum. Ihr seht das Momentum. Ich sage ja so oder so jedes Mal aufs Neue, ich bin nicht dieser Mensch, der hier nur seine Erfolge zeigt, der seine Ernährung zeigt, der seine Sporteinheiten zeigt. Wenn ihr diese Motivation wollt, wenn ihr diese Art Menschen wollt, die in der Öffentlichkeit stehen, mit der Thematik Übergewicht, die einfach machen, die das auf Ernährung und Sport reduzieren, die keine Rückschläge haben, bei denen alles glatt zu laufen scheint oder die zumindest dann nur die Erfolge zeigen und sich bei den Rückschlägen zurückziehen oder sie nicht erwähnen. Wenn ihr die wollt, ihr werdet
genügend von diesen Menschen finden. Denn so ehrlich und authentisch, wie ich das hier zeige und teile, macht das deutschlandweit in meinen Augen keiner. Ich habe kein Problem, das hier alles offen mit euch zu teilen. Wer das Momentum sieht, der wird das als Scheitern ansehen. Aber ich sehe den Prozess. Ich mache das seit 4,5 Jahren und sehe das seit viereinhalb Jahren als Prozess mit den Höhen und Tiefen. In dem Fall war es schon so oft so, dass Leute mich abgeschrieben haben, kein Pfifferling mehr auf mich gesetzt haben. Und wenn es jetzt wieder so sein sollte, dann ist es völlig okay. Okay, ich lerne in meinem Prozess, ich lerne auf dem Weg und ich lasse es geschehen, wie ihr seht. Ja. Was ist der perfekte Weg für euch? Anfangen, durchziehen, fertig. Ohne Rückfälle. Und wenn es Rückfälle sind, so klein gehalten wie möglich, direkt weitermachen, direkt wieder da so ansetzen, durchziehen. Aber so sieht die Realität mit jemandem, der aufgrund der Psyche dick geworden ist. Mental sehr große Baustellen hat und eingenommen ist aufgrund dessen, halt nicht aus. So sieht die Realität eines stark adipösen Menschen, der eine Essstörung hat aufgrund der Psyche, halt nicht aus. Dann mag es sein, dass es dann Menschen gibt, die es schaffen, durchzuziehen, abzunehmen. Ihr Gewicht vielleicht auch für eine Zeit zu halten. Mit Magen-OP dann so oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch noch größer, sein Gewicht für ein paar Jahre zu halten. Mag sein, aber den Preis, den sie dafür gezahlt haben, mental, dass sie sich ihrer mentalen Disbalance nicht bewusst sind, anderweitig flüchten, die Sucht verlagern. Oder dass diese Menschen dann wieder anfangen zuzunehmen und wenn es auch dann nach 3, 4 oder 5 Jahren sind und dann keinen Anschluss mehr finden oder es ein stetiges Auf und Ab bleibt, weil sie sich dafür verurteilen, weil sie sich das nicht zugestehen, dass sie dann auch wieder an Gewicht zunehmen, weil es nur dieses Schwarz- oder Weiß-Denken gibt. Mag sein, dass diese Menschen ja dann erfolgreich abgenommen haben und eine Zeit lang ihr Gewicht gehalten haben. Aber wenn dann diese Zunahmen dazukommen, dann werden sich viele gar nicht mehr davon befreien können. Weil es das ist, wovor sie am meisten Angst haben. Das ist, was sie am meisten fürchten. Das ist, was nicht passieren darf. Zunahmen, schlechte Phasen. Das ist, was sie gar nicht erkennen lässt, was sie eigentlich schon alles geleistet haben. Und dass das eine mit dem anderen halt verknüpft ist und dass es ein schmaler Grat ist und dass es auch irgendwo zusammenhängt. Das eine ohne das andere nicht existieren kann. Und da diese Menschen das nicht sehen, mag sein, dass sie vielleicht eine Zeit ihr Gewicht halten. Aber was ist danach? Was ist danach? Aber bei mir passiert es in meinem Prozess, in meinem geltenden Prozess. Und diese Erkenntnisse und das Wissen, was ich darüber erlange, ist so lehrreich. Und ich bin mir absolut sicher, umso mehr Arbeit ich reinstecken werde, mental an mir zu arbeiten, weiter mein Gewicht verliere, mit all den Höhen und Tiefen und Vorfällen und Zwischenfällen, dass es wirklich dazu kommen wird, es einen Zeitpunkt geben wird, sei es in 1, 2, vielleicht sogar 3, 4, 5 Jahren, wo diese Vorfälle, Zwischenfälle immer weniger werden, weil ich immer mehr dazugelernt habe, sie zugelassen habe, keine Angst davor hatte, in meinen Prozess eingebaut habe, forciert habe. Dass sie irgendwann einfach nur noch zur absoluten Seltenheit werden und einfach in einem ganz leichten, latenten Ausmaß auftreten, wenn überhaupt. Weil es passieren darf. Umso mehr das in meinem Prozess passiert, diese Auf- und Abs, Zunahmen, mentale, prekäre Momente. Und umso mehr ich ihnen die Berechtigung gebe, desto weniger werden sie irgendwann für mich zum Problem werden. Weil ich sie nicht wegschiebe, weil sie für mich nichts Böses sind, weil sie geltend sind, weil sie mir was sagen
weil sie mich dazu lernen lassen und wachsen lassen. Das ist meine Philosophie und daran glaube ich ganz fest. Also wenn ihr das Momentum seht, wird jemand, der anfängt, durchzieht, sein Gewicht dann gegebenenfalls ein paar Jahre hält, mir überlegen sein. Sieht man das große Ganze, was man in so einem Prozess in 10 Jahren oder 5 Jahren oder auch länger schaffen kann. Da ist ja bei mir mehr als nur das Abnehmen entscheidend. Wie ihr ja auch wissen werdet, das Mentale. Das Dicksein ist bei mir nur ein Symptom. Und so sehe ich das. Ich wundere mich nicht, dass ich das alles vor mich hinschiebe schon länger, aufgrund meiner mentalen Verfassung, den kurzzeitigen, temporären Kick suche, die Abmilderung, das unbedingt brauche, mein Körper angefixt ist und dem auch schon länger nachgehe und dementsprechend jetzt auch noch die Kilos, die 5-6 Kilos noch dazugekommen sind. Davor habe ich das ja vor mich hingeschoben, an meiner mentalen Situation weiterzuarbeiten, habe aber mein Gewicht wenigstens gehalten, also die 12 Kilo, die ich drauf hatte und es nicht weiter ausarten lassen. Jetzt sind es ja 18, 19 Kilo, die drauf sind. Aber in dieser Phase gibt es immer noch eine 8-monatige Abstinenz des Alkohols und immer noch 45 Kilo, die fast runter sind. Schmeichelhaft immer noch fast 50 Kilo, drücken mir mein Auge zu. Und das, was ich jederzeit reflektiere, lerne und weiß über die Thematik und über mich selbst und was der Schlüssel daraus sein wird, dieses immense Wissen. Also denke ich nicht nur in Schwarz oder Weiß. Für jemanden, der nur die Erfolge sehen will und der sagt, mach doch, ist das hier gerade ein Scheitern? Ach, der hat wieder zugenommen, bei dem hilft das doch hier alles gar nichts. Aber für mich ist es etwas, was unabdingbar ist, was okay ist. Diese Phasen werden immer weniger werden. Und ich werde meine Worte und meine Taten umsetzen. Trust the process, ich vertraue dem Prozess und ich werde heilen. Ich werde heilen. Ich habe kein Problem, zu mir selbst zu stehen. Ja. Auch wenn ich es natürlich dann traurig finde, anhand der Videos auf TikTok zu sehen, du hast wieder zugenommen und jetzt fängst du an, auch wieder das auf humorvolle Art und Weise zu behandeln. Ja, aber dann kann ich auch das auf die Schippe mal wieder nehmen. Humor ist Therapie und das auch so behandeln und sehe mich trotzdem als Vorbild, weil ich jemand bin, der darüber reden kann. Und ich habe auch ein großes Lob bekommen von einer Person, die geschrieben hat, du gibst mir Kraft, so reflektiert und wissend und authentisch du über diese Thematik redest. Ich fühle mich als betroffener Mensch verstanden und kann über mich selber reflektieren. Und du bist die Authentizität pur. Du zeigst es, wie es ist und weißt so viel darüber. Ich glaube so fest an dich. Und das ist so schön, das zu hören von so einem Menschen, der mir fast gar nicht geschrieben hätte, der sich wirklich dazu überwinden musste. Und es wird noch einige von euch geben, die das genauso sehen, die auf mich aufmerksam werden und auch reflektiert genug sind, intelligent genug und auch verstehen wollen und sich das trauen, in sich hineinzuschauen. Die werden genau das schätzen, was ich hier mache und meinen Mut schätzen. Die anderen, mach doch, rede nicht, such keine Ausreden, zieh durch. Für die wird nur das gelten. Aber auch dieses Lob dieser betroffenen Person hat mir nochmal gezeigt, dass das Reden hier auch einigen was bringt. Auf die Art und Weise, wie ich das hier alles wiedergebe. Ja? Ich vertraue weiterhin dem Prozess. Es ist natürlich schade, dass Leute schwarz oder weiß denken, das hier gerade als Misserfolg sehen, wenn sie sehen, dass ich in TikTok Videos mache und zugenommen habe, weil sie nicht das große Ganze sehen. Es braucht keinem Leid tun, keiner braucht Mitleid haben, denn das ist völlig okay, dass das passiert. Und es darf passieren, es soll passieren. Letzten Endes, wenn es immer weiter dazu kommt, dass ich abnehme, mental gesunde, wird das hier alles Sinn ergeben haben für die Leute, die die Fortschritte jetzt nicht sehen wollen und die das nur als Laberei abstempeln. Dann wird das alles Sinn ergeben, ich weiß. Aber es gibt Menschen, für die ergibt das jetzt hier schon Sinn. Einfach dieser ganze Mehrwert, den die ganze Sache hier hat.
so ehrlich reflektiert zu zeigen, dass Betroffene nicht allein sind und sich das zu trauen, diese Thematik so offen anzusprechen. Ein ehrlicher, authentischer, betroffener Mensch, der mit der Psyche zu kämpfen hat. Die Emotionen, die mich da einnehmen. Es wird kein Klickmoment kommen und ich werde auch nicht auf die Motivation hoffen, die für den Moment aufkommt. Es ist natürlich in den Flow kommen, sich dazu bringen, Arschbacken zusammenkneifen. Aber eins ist schon geschehen, diese Sinnhaftigkeit des Blockes, diese Wertigkeit, die das Ganze hat, die Wertigkeit, die ich für mich habe, die Wertigkeit, die ich für euch habe, diese Lebensaufgabe hier, die hat es besiegelt, dass ich das schaffen werde. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich es schaffen werde. Dass ich gesund werde, heilen werde, psychisch abnehmen werde und auch vielen ein Vorbild sein werde. Und dass hier Legendenstatus haben wird, wie es hier gerade so ehrlich und authentisch sich zeichnet und zeigt, bin ich fest von überzeugt. Trust the process. Danke für jeden Einzelnen, der mich fühlt, dem ich helfen darf, dem ich zeigen darf, dass er nicht alleine ist und dem ich reflektiert und ehrlich in dieser Materie hier, Materie-Essstörung und die psychischen Komponente einen Einblick gewähren darf.